Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach. Heute bereits schon am Dienstag. Heute wieder ganz normaler und Anführungszeichen Werktag nach den Feiertagen. Ist auch mal nicht schlecht, wenn wieder alles weiter seinem gewohnten Lauf nimmt oder geht oder wie auch immer. So, eine Nachricht vorweg. Bindelbach ist draußen. Wenn ich nicht vergesse, werde ich sie euch in der Videobeschreibung verlinken. Aber sie ist definitiv draußen. Der Agi hat sie noch rausgehauen, hat noch zwei, drei kleine Sachen behoben. Und die Map ist draußen. Die könnt ihr euch runterzapfen und da könnt ihr mal hier, ne? Eine richtig geile Map spielen. Also nicht, dass die andere Map scheiße sein soll, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ist richtig, richtig nice. So. Warum ich jetzt ehrlich gesagt den hier jetzt genommen habe, ich habe keine Ahnung. Aber ich war gerade an der BG, weil ich geguckt habe, wie viel hier ist. Und da ist mir der gerade ins Auge gestochen. So, ich muss mal gucken. Ich möchte einen anderen Grubber haben. Der Grubber ist mir einfach eine Spur zu groß. Ich habe das schon im letzten Gedöns gesagt, ne? Der ist einfach... Nee. Der ist zwar groß, aber ist mir zu groß. Er ist mir wirklich zu groß. Ich kann es echt nicht anders sagen. Was haben wir denn alternativ? Ich möchte irgendwas Kleines, Kompaktes zum hinten dranhängen. Weißt du, sowas zum Beispiel. Das ist doch perfekt. So, wir haben das hier, glaube ich, ne? Wir haben 4,8 Meter. 6 Meter. Das ist doch, ich glaube, das ist der hinter dem Güllefasraum kommt. Eigentlich, ne? Eigentlich. Ich habe aber auch hier wunderschöne Mods mit reingenommen. Der hier zum Beispiel, 3 Meter, 3 Meter, 3 Meter, 3 Meter. Oh, Alter, 3 Meter, 3 Meter. Ja, gut. Ja, wie gesagt, das ist die größere. Ne, der ist auch wieder. Den habe ich schon gehabt mal. 3,60 Meter. Der ist auch nice. Sind alles Mods. Also, ich würde sagen, ganz spartanisch wird das eigentlich auch seinen Dienst tun. Aufgrund der. Okay. Was ist das für einer? Das sieht auch vernünftig aus. 4 Meter. 100 PS. Da gibt es einen Trailer für. Wow. Nee, ich glaube, ich. Da wirklich, ich nehme wirklich was Einfaches, Banales, einfach so ein kleines Schnüggelchen. Ja, ich werde wechseln. Ich werde das. Nee, da habe ich jetzt. Nee. Ich mach das gleich, sonst mache ich es nicht. Und ich mache die Zwillingsbereife runter. Weil das tut nicht Not hier. Weil wir könnten schon viel mehr Felder bearbeitet haben, wenn wir nicht immer dieses mega lange Ding hinten dran hätten. Ne? Ich glaube, es ist auch eure Meinung. Ich glaube es, ich hoffe es. Ich habe jetzt endlich eine Futtermischwagen gefunden. Jetzt habe ich nochmal die ganzen Kommentare durchgelesen, was ihr mir vorgeschlagen habt. Und dann habe ich jetzt endlich einen gefunden. Ich zeige euch den. Moment. Ich zeige euch den beim Händler, okay? Ich werde ihn gleich kaufen dann. Damit wir das schon mal vorm Saddle haben. Wir müssten auch den Häcksler nochmal anmachen, ne? Wir müssen noch ein paar Sachen machen. So. Oh, da kommt was. Da kommt noch einer. Jetzt dürfte es frei sein. So. Ja, wie gesagt, wenn ich es nicht vergesse, werde ich euch die Bindelbach in der Videobeschreibung verlinken. Kam auch schon ein Facebook-Post gestern von uns raus, dass die Map jetzt draußen ist. Ja, ich kann nur sagen, viel Spaß damit. Ihr werdet bestimmt viel Spaß damit haben. Ich weiß, ein paar von euch haben richtig hart schon drauf gewartet, aber gute Sachen dauern halt einfach seine Zeit. Das ist nun mal so. Na, das wisst ihr, das weiß ich, das weiß einfach jeder. Aber gut. Was jetzt? What? Ich hab irgendeinen Knopf gedrückt, den ich nicht drücken wollte. Sorry, das wollte ich jetzt. Wenn man dachte, hä, warum bremst er jetzt ab? Dumm oder was? Nee, der hat, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. Wahrscheinlich. Naja, kann ja passieren. Ist ja nichts verloren, nicht, ne, bla bla bla, sondern... Kann passieren, kann vorkommen. Kann ich den Häcksler gleich anwerfen? Oder ist das eher ein Problem? Wir müssten den eigentlich gleich mal anwerfen. Ne? Lass mal ganz kurz gucken. Dich, kein Kurs. Zack, zack. Ich mache das immer so. Wie weiter mal gefragt, Werner, wie machst du das, dass das schnell funktioniert? Eigentlich ganz simpel. Echt ganz, ganz simpel. So, und das, jetzt läuft die ganze Sache schon. Ne? Wenn er voll ist, sagt er Bescheid. Und das reicht mir. So, das läuft. Das dauert genau 10 Sekunden oder 15. Und dann sind die Leute schon wieder am Arbeiten. Gut.
Aber wie gesagt, Zwillingsreifen machen wir weg. Oh, wir brauchen auch was zum Ballen sammeln, ne? Habe ich jetzt, ja. Muss ich gucken, wie viel Geld übrig bleibt? Muss ich mal gucken. Aber ich habe dann echt alles. Also, glaube, dass, ich habe auch gesehen, der Agi hat eine wunderschöne Beschreibung zu dieser Map geheftet, glaube ich. Oder beigelegt, mit so schönen Bildchen, mit wo Pfeile drauf sind, wo was hingehört, ne? Wo man was hinbringen muss, wo man was reinlegen muss. Und da habe ich irgendwo gesehen, dass man auch Strohballen in den Stall legen kann und das dann zu das Stroh praktisch von selbst ausgelegt wird. Ich hoffe, das war richtig, was ich jetzt gesagt habe. Aber so in dem Dreh auf alle Fälle. So, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Was ist da los? Was? Die Silageballen sehen aus wie große Marshmallows. Holger. Alles klar, Holger. Danke. So, lass mal den hier so stehen. Ich möchte ihn nicht verkaufen, keine Panik. Den möchte ich verkaufen, ja, das ist richtig. Der kommt weg. Und dann gehen wir nochmal hin und machen hier die Konfiguration. Machen wir Zwillingsreifen hinten weg, Standard, Pflege, Standard. Machen wir Standard. Können wir noch ein bisschen, Können wir nicht, okay. Okay, konfigurieren. Jo. Das ist wahrscheinlich, ja, sehr schön. Das sieht doch besser aus, oder? Was sagt ihr dazu? Ich glaube schon. Der ist jetzt schön schmal, schön, ne? Das passt. Das passt einfach. Gut, wir haben auch den Anhänger für die Tiere, haben wir gekauft. Der ist jetzt auch schon hier, perfekt. Na, ich möchte nur das kaufen, damit ich das wirklich von meiner Liste habe. Der hier, der hat mich tatsächlich interessiert. Warum, weiß ich nicht, aber es sieht Design, Heckanbau, Frontanbau. Ich möchte es gerne am Heck haben, ja? Tatsächlich, der ist doch gut, der ist wirklich gut. So, dann kaufen wir gleich noch einen, nicht den hier, den wollte ich zuerst haben, aber dann habe ich gedacht, nee, es muss doch einen Mod geben. Und tatsächlich habe ich jetzt den hier gefunden, den Verabolli Overmix. Volumentechnisch größer, ist aber ein bisschen billigere Bauweise, deswegen kostet auch weniger. Wir kaufen den erstmal. Zack, Spiel abgestürzt. Nee, läuft. Der ist hübsch. Ich glaube, der ist konvertiert aus dem 15er, glaube ich, also bitte jetzt nicht Angaben ohne Gewähr, ne, wisst ihr immer. Aber ich glaube, dass er konvertiert ist, aber das macht gar nichts, weil ich hatte den 15er auch mal kurz am Testen, war sehr, sehr zufrieden damit. So, also der Grubber, ich weiß ja nicht, aber ich finde den mehr als ausreichend. Da könnte ich noch was hinterhängen, sehe ich gerade, ne? Könnte ich wahrscheinlich noch eine Sämaschine. Aber das muss ich nicht. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Moment mal. Ich muss ganz kurz den Pedal ein bisschen zurechtrücken. So, jetzt geht's. Dann bringen wir den gleich wieder zum Feld, damit er hier weitermachen, beziehungsweise fertig machen kann. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was die Kollegen am Häckseln für Problemchen haben. Lalalala. Weiß ich, es muss nicht immer 15 Meter haben. Es muss nicht immer 2 Sekunden fertig sein. Manchmal reicht es auch einfach, wenn das Ding einigermaßen hübsch aussieht. Und so Lemken ist eigentlich schon so eine richtig geile Marke. Die feiere ich auch total. Also die Lemken-Geräte, die gefallen mir allgemein sehr, sehr gut. So, was? Ah, wahrscheinlich steckst du irgendwo in einem Baum oder Verkehr oder sonstiges fest. War es hier? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen, aber ich gucke trotzdem nochmal nach. Ne, ging nicht. Okay. War der Meinung, dass man vielleicht hier ein paar Fenster aufmachen kann. Aber, nee. Da bin ich wohl vom MB-Truck verwöhnt. So, wir fahren direkt hier rauf und gucken mal, was hier abgeht. So, was ist da los? Oh ja, da steckt aber richtig hart fest, ne? So, mein Freund, was machst du denn da? Alter, der ist jetzt so geil, ne? Ich feiere den jedes Mal aufs Neue. Wir müssten ein bisschen Gas geben. Wir haben diesen wunderschönes Gespann. Haben wir nur bis Ende des Jahres. Danach ist hier Feierabend, ne? Lass mal bis zur Mitte fahren und dann werden wir den wieder einstellen. Jo. Das machen die. 100% das machen die sofort. Lass mal ganz kurz den ab, ne? Kann ich das runterlassen? Ja, nice. Okay, sehr schön. Gefällt mir. Warum fahre ich eigentlich hier im Kreisverkehr? Das darf ich eigentlich nicht. Naja. Was niemand weiß, macht niemanden heiß.
Also wir könnten auch Ego fahren, ne? Also wir könnten auch von innen fahren. Ich habe übrigens noch eine mega geile Idee für das Lostberg-Projekt. Dazu aber, ja, müsst ihr euch fast das Lostberg-Video angucken, wenn ihr das sehen möchtet. Es geht um weitere Produktionsstätten auf dieser wunderschönen Map. Für die Bindelbach werde ich mir auch noch was Spezielles überlegen, damit wir da ein bisschen, ne, bisschen neuen Wind reinbekommen, sag ich mal so. Aber, also für Lostberg habe ich schon was Fixes geplant. Freue ich mich schon drauf. So. Und einmal hier rein, genau. Ich hätte auch außen rumfahren können, ja. Aber wofür? Wofür denn bloß? So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist, wenn ich den hier jetzt direkt anwerfe? Eigentlich darf er jetzt nicht weit hier außen rumfahren und bla bla bla, sondern einfach hier seinen Job machen und fertig aus, Feierabend. So, gucken wir mal. Helfer Harvard. Ernsthaft? Mag er nicht? Warum mag er? Moment. Gut, dann müssen wir das jetzt hier selber machen. Ich wollte eigentlich Ballen zusammen pflücken heute, ne? Aber. Aber das, ich weiß nicht. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, warum mir das gefällt, aber es gefällt mir einfach, weil es ist einfach so einfach und einfach so, ja, weiß nicht, wie man das nennt. Vielleicht manchmal ist es einfach cool, wenn es einfach ist und einfach funktioniert. Weiß nicht, das gefällt mir einfach extrem gut. Keine großen Spielereien, keine, wie nennt man das? Nicht irgendwas, wo der Trecker hier irgendwas ausrechnen muss und so weiter und so fort, sondern einfach hier ganz gechillt eine Runde grubbern. Das ist doch eigentlich das, was jeder von uns grubbern möchte. Einfach eine Runde grubbern. Ich finde auch diesen Reifenabdruck mega cool am Boden. Von diesen Lemcam. So, das gleiche machen wir an der anderen Seite nochmal. Könnte natürlich auch so machen. So. Das gefällt mir. Also, wir haben manchmal sehr viel Stress hier auf dieser Map, ne? Das ist ja alles legitim, alles sehr, sehr gut und so weiter und so fort. Das gefällt mir auch. Aber ab und zu kann man auch einfach mal so ein ganz Mickey-Maus-Feld grubbern und sich einfach am Anblick erfreuen. So, ich sehe gerade, dass die nicht mehr fahren. Was Problem? Wo wackelt denn da so? Ach so. Ja gut, da habe ich doch ein Knöpfchen vergessen zu drücken. Naja. Ein paar werden jetzt wahrscheinlich sagen, boah, ist ja mega langweilig, was du da machst, aber ja, mir gefällt's und deswegen mache ich das auch so, wie ich es gerade mache. Natürlich werde ich auf den größeren Feldern dann mal gucken, wie wir das machen, aber hier werden wir wahrscheinlich noch selber fertig machen. Hier habe ich wahrscheinlich auch falsch angefangen, muss ich auch ehrlich sagen. Weil mit dem kleinen Gerätchen ist das viel, viel einfacher als mit den großen. Mag das sein, dass die großen schneller, mit das schneller fertig bist? Das ist gar nicht bestritten, ne? Aber, ja. Muss jeder selbst wissen. Ich glaube, das Stückchen hier können wir vielleicht noch schaffen. Excel gut 100%. Ja, wir müssen jetzt doch mal ein paar andere Sachen auch noch machen. Aber das ist egal. Morgen ist auch noch ein Talk. Ich freue mich auf alle, dass wir zwei neue Geräte gekauft haben und ein altes weggegeben haben. Das freut mich extrem. Vor allem geht es auch wirklich langsam in die Richtung, wo ich sagen würde, der Maschinenpark ist wirklich
der, der mir persönlich am besten zuspricht. Das muss man wirklich so sagen. Da müssen wir halt langsam drauf hinarbeiten. Geht halt nicht alles von heute auf morgen, aber ja, geht. Steckt den Verkehr. Ja, ich komme gleich. Also ich komme dann morgen dann vorbei, aber ich möchte jetzt dieses Feld noch fertig machen. Das ist gerade irgendwie so richtig angenehm zum Spielen. Also, ne, da macht es doch gar nicht, ob die Aufnahme läuft oder nicht läuft. Es ist einfach mega angenehm, gerade das zu machen. So. Uah. So, den Rest machen wir dann morgen weiter. Wir lassen uns heute nicht stressen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns morgen wieder um 8 Uhr zu einer weiteren Folge auf der Bindelbach. Bis dahin, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Macht gut. Ciao, ciao.